Ja, heute nur eine ganz kurze Sendung. Wir arbeiten, es geht langsam, aber kontinuierlich voran mit der neuen Verfassung für Deutschland, dem Nachfolgemodell für unser Grundgesetz, bei der Gemeinwohllobby. Und bis jetzt sieht es so aus, als könnte es sein, dass das dann also wirklich so gut wird, dass es auch als Parteiprogramm für die Basis geeignet ist. Denn es ist so, dass die Gemeinwohllobby sowieso schon eine positive Beziehung zur Gemeinwohlökonomie hatte. Und die GWO, also die GWÖ und GWO und die GWO Next von den Next Scientists for Future, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, findet auch sehr positive Akzeptanz bis jetzt. Und das würde bedeuten, dass wir dann wirklich einen völligen Wandel des Wirtschaftssystems haben, dass also wirklich dann nicht mehr Profite auf Kosten der Menschen gemacht werden, dass also all die Geschäfte, die im Moment laufen, die Milliardengelder, die verdient werden mit Impfungen, Maskentests und so weiter, dass solche Dinge sich nie wieder wiederholen können, weil das die Verfassung schon in den ersten, der Präambel eigentlich schon ausschließt und dann in den ersten 5 Artikeln vielleicht dann schon sogar schon ausschließt, weil das Ganze nur noch gemeinwohlorientiert geht. Also Profit auf Kosten der Menschen geht nicht mehr, geht einfach dann nicht mehr. Und ja, also insofern, und dann habe ich noch ein paar Splitter, nämlich so ein schönes Beispiel, wie ein vorteilbringender Irrtum perfekt transportiert wird durch die Medien. Da war ein Krimi. Da wurde eine Frau dargestellt als superschlaue. Die wusste auf alles eine Antwort und konnte alles und wusste alles und so weiter. Und dann wurde diese Frau gezeigt, wie sie Pizza isst. Als ob eine schlaue Frau keinerlei Ernährungsbewusstsein hätte. Weil das transportiert dann jetzt für die Leute, ist quasi in Dienst quasi an die ein wahrscheinlich nicht bewusster Dienst an die, zum Beispiel die Firmen, die also Werbespots für ihre Pizza zum Beispiel schalten. Denn das Signal bedeutet, wenn so eine schlaue Frau Pizza isst, dann muss ja Pizza unheimlich gesund sein. Und das ist ein vorteilbringender Irrtum der Nahrungssparte und der wird eben in den Medien multipliziert und ist quasi korreliert quasi oder hängt nicht bewusst wahrscheinlich zusammen mit den Werbespots, die es für irgendwelche Pizza-Produkte geht. Und so sieht man, wie also das Programm, das Fernsehprogramm, der Krimi quasi die entscheidenden Manipulationen macht, die dann dazu führen, dass für die Werbekunden der Umsatz an den Pizzas steigt, ja? Und dann hatte ich noch ein Thema, was gerade sehr aktuell ist, dass eben die vorteilbringenden Irrtümer, die im Fernsehen zum Beispiel gelehrt werden, nicht nur anstiften zur Streitsucht und Rechthaberei und zum sich zoffen und so weiter, weil dann die Menschen einsamer werden und wieder kaufen gehen, einsame kaufsüchtige Singles und einfach mehr konsumieren, mehr kaufen und so weiter. Und ja, aber das Entscheidende ist das Zauberwort Bedürfnisempfinden. Ja, Körperkontakt stört beim Konsum und hält die Menschen ja quasi ab vom Konsum, also muss Körperkontakt unterdrückt werden durch alle vorteilbringenden Irrtümer, die in den Massenmedien ausgestreut werden. Und das führt zu einer Veränderung des Bedürfnisempfindens. Das heißt, wenn solch eine Unterdrückung von Kind auf anläuft und sich durchs ganze Leben zieht, dann kommt es dazu, dass Menschen oft Körperkontakt gar nicht mehr vermissen, Sexualität gar nicht mehr vermissen, weil das Bedürfnisempfinden sich dann verändert hat, dass es also quasi diese Seite des Lebens einfach vernichtet ist dann und damit die größte Glücksquelle der Menschheit vernichtet ist. Ja, aber ich komme gerade aus einer Talkshow und ja, also ich bin K.O.
Das war's für heute. Eine kurze Meldung. Wir sind hochaktiv, überall Talkshows und alles, ja. Und ja, tschüssi, bis bald.